Vers 22. Der göttliche Lotus, der dem tiefen Bauchnabel Vishnus entspringt, hat durch spirituelle Bande eine enge Verbindung mit allen Seelen und ist der Ursprung des viergesichtigen Brahma, der die vier Veden kennt. Erläuterung: Die gleiche transzendentale Lotusblume, die der göttlichen Person entspross, die in den verborgenen Innenraum das Universum eingegangen war, ist die höhere Ebene der Ansammlung aller individuellen Seelen. Der viergesichtige Brahma, das Urbild des egobezogenen Genusses, hat seinen Ursprung im Prototyp Brahma in Hiranyagarbha. Hiranyagarbha ist das weltliche Samenprinzip und betrachtet die Ansammlung aller weltlichen Entitäten der Jivas als seinen eigenen rechtmäßigen Körper. Der viergesichtige Brahma ist eine ermächtigte Autorität. Der gottähnliche Status, der Brahma verliehen wurde, sowie seine Stellung als abgesonderter Teil Krishnas sind in diesem Vers ebenfalls erkennbar.